Wir wissen, was auf uns zukommt an Pflegebedarf und an Aufgabe für die Gesellschaft und für den Einzelnen und kommen da auf ein ziemlich großes Problem zu. Der Tarifvertrag Soziales, der muss kommen. In Niedersachsen bin ich da relativ hoffnungsfroh. Also ich will das auch mal sagen, es gibt eine gemeinsame Initiative der Diakonie und Caritas und der Arbeiterwohlfahrt, dort jetzt voranzukommen. Die Diakonie ist sogar so weit gegangen zu sagen, wir lassen uns auf eine Art von Tarifverträge ein, beinhaltet immer noch kein Streikrecht, aber das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren auch kommen. Wir haben in der Altenpflege, wenn ich das jetzt mal so rausgreife, ambulant, stationär, ca. 16% der Einrichtungen hier in Niedersachsen, die überhaupt tariflich in irgendeiner Form erfasst sind. Eine Krankenschwester kann über den SGB-EWA-Bereich im Prinzip ihr Gehalt nicht verdienen. Es ist an der Zeit, dass wir da diese Zurückhaltung, die bisher noch da ist, dass wir sie ablegen und dass wir da uns Gedanken machen, ganz offensiv, wie wir an die Öffentlichkeit gehen können. Für die Zukunft brauchen wir dringend Auszubildende, weil das ist allen klar, der Notstand ist da. Ich will da auch durchaus selbstkritisch sein. Wir haben eine Zeit lang versucht, Wettbewerb zu führen und das machen wir bis heute über niedrigste Löhne. Und das ist fatal für das Image des Berufes und das bringt uns auch an Grenzen und das wird sich rächen, wenn wir da keine Umkehr finden. Zu der Ausbildung wollte ich nochmal sagen, unser Ansinnen ist es, eine zweijährige gemeinsame Ausbildung in der Pflege zu haben und dann in die Spezialisierung reinzugehen, zu gucken. Aber ich diesen Gedanken, den Sie eben noch mal deutlich gemacht haben, den nehme ich auch gerne mit. Also wir sind noch nicht am Ende der Diskussion und auch nicht am Ende der Aufstellung unserer Forderungen jetzt im Bundestag. Dafür sind ja solche Runden wie diese für mich eben auch so besonders wichtig, weil wir eben nicht Stellvertreterpolitik machen wollen, sondern auch einfach mal horchen wollen, wie sieht's denn aus? Wir müssen natürlich auch konstatieren, dass Menschen mit Behinderung eben auch natürlich auf Leistungen der Pflege angewiesen sind, auch in einem zunehmenden Maße. Und Pflege ist dann in diesem Zusammenhang auch eine wichtige Voraussetzung für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ohne dem geht es nicht. Solange wir in der Situation sind, dass wir in Pflegeeinrichtungen sozusagen eine Konkurrenzpflicht haben und diese Einrichtungen natürlich Dienstleistungsunternehmen sind und die Rahmenbedingungen nicht verändert werden, dann wird es immer darauf hinauslaufen, dass Lücken gesucht werden, wie man sozusagen seiner Konkurrenz davon eilen kann. Was mich manchmal erschreckt in der Diskussion im Bundestag, wenn ich dann höre, dass in der Diskussion und in der Wortwahl, dass Pflege nur am Bett stattfindet. Also Pflege ist nur mit Pflegebett in Verbindung. So, und das, denke ich, das ist auch was wir aufbrechen müssen. Und meine Meinung von Anfang an war, dass zu Pflege auch gehört Individualität, gesellschaftliche Teilhabe und zwar auch nach den Wünschen der einzelnen Personen. Und das kriegen wir ja über diese Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, wir sagen Pflegebegriff, nicht geregelt. Aber wir brauchen natürlich eine Erweiterung weg von den körperlichen Sichtweisen auf einen ganzheitlichen Ansatz. Demenzielle Fragen müssen mit aufgenommen werden oder Einschränkung der Alltagskompetenz müssen da auf jeden Fall auch mitdiskutiert werden. Lieber, denn das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich nicht gerne auseinandersetzt, weil es zu tun hat mit Schmerz, Vergänglichkeit, Problemen, Endlichkeit und Trauer und viele andere Aspekte noch, die man in seinem Leben nicht haben mag. Ja, und der Pflegebedürftigkeitsbegriff, also ich weiß, dass da 4 Vorsitzende der Kommission verschleißt wurden. Das ist ja auch immer ein Zeichen. Ja, was ist zu tun? Also erstmal all das, was jetzt hier gesagt wird, in großen Sack und schütteln und sortieren. Und dann hat man sicherlich tolle Ansätze. Die öffentliche Diskussion über die Pflege, die wir hier auch angestoßen haben, man muss sich Gedanken machen, wie können wir sie zwingender machen? Wie können wir sie verbindlicher machen? Wie können wir sie also auch dort anbringen, wo nicht die persönliche direkte Betroffenheit der Angehörigen vorherrscht, sondern wie können wir es als allgemeine gesellschaftliche Diskussion bestellen? Wir haben die Attraktivität der Pflegeberufe muss steigen, überhaupt die Diskussion um Pflege, um Pflegeberufe, die Finanzierung, ich sag mal, was die Menschen dort verdienen können, das muss auch passen und auch die Arbeitsbedingungen müssen sich in den meisten Bereichen doch noch grundlegend ändern.
Ich würde einfach mal beginnen von rechts nach links. Frau Baruschke, wenn Sie vielleicht einfach mal ganz kurz zu Ihrem Bereich ein paar Worte erzählen, was für Sie wichtig ist in der Pflege, was für Sie so die wichtigsten Dinge sind, die Sie mir mitgeben wollen in das große Haus nach Berlin. Ja, wichtig ist für uns eigentlich kontinuierliche Versorgung, weniger Mitarbeiterwechsel, eine finanzierbare Pflege. Und da wird das Geld, das merken wir im ambulanten Bereich, besonders immer knapper. Es gibt da in der Finanzierung ganz viele Widersprüche, betrifft auch untereinander die Pflegedienste, Konkurrenzsituation. Ja, dann die Entscheidung auch von Kunden, gehe ich überhaupt zu einem Pflegedienst oder habe ich familiäre Ressourcen, kann meine Familie mich versorgen. Das sind alles Aspekte, die man für die Zukunft auf jeden Fall ganz stark berücksichtigen muss, weil da gibt es demnächst ganz viel Veränderung. Als Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes kann ich Ihnen auch vor allen Dingen einen Einblick geben in die ambulante Pflege, denn der Paritätische hat hier in Wolfsburg keine stationären Einrichtungen. Da ist es in der Tat so, dass auch wir vor allen Dingen damit zu tun haben, Pflegepersonal, Fachpflegepersonal zu bekommen und zu halten. Die finanziellen Probleme hat Frau Baruschke schon geschildert. Das wird prekärer, immer schwieriger, gerade in der ambulanten Pflege. Die Finanzierungsstruktur über die Pflegekassen und die Verhandlungen mit den Kassen werden immer schwieriger, was dazu führt, dass wegen mangelnder Vergütung das Pflegetempo immer weiter angezogen wird, was zu Lasten geht der zu Pflegenden und natürlich auch des Pflegepersonals. Niemand ist damit zufrieden, aber im Augenblick sind alle doch tatsächlich gezwungen, so zu handeln. Und was mich sehr bedrückt, das ist eine Situation, wenn wir uns den demografischen Wandel angucken, über die wir schon, ich möchte bald sagen, seit Jahrzehnten Bescheid wissen. Wir wissen, was auf uns zukommt an Pflegebedarf und an Aufgabe für die Gesellschaft und für den Einzelnen und kommen da auf ein ziemlich großes Problem zu, wenn wir sehen, dass wir möglicherweise bald nicht mehr genug Menschen haben werden, die die Pflegebedürftigen richtig und gut versorgen können. Und da müssen wir gemeinsam was dran ändern. Und was mich auch sehr umtreibt, ist immer das Thema Image des Pflegeberufes. Da gilt es ganz unbedingt, etwas dran zu arbeiten. Denn merkwürdigerweise ist, vielleicht kommen wir da in der nächsten Runde nochmal drauf zu sprechen, ist ja dieser Beruf nicht positiv besetzt im Vergleich zu anderen Berufen. Da kann man aber eine ganze Menge dran machen und da kann auch Wolfsburg eine ganze Menge dran verändern. Da könnte ich mir auch Image-Kampagnen vorstellen, Förderung durch die Stadt Wolfsburg, sowas wie, wir Wolfsburger sind stolz auf unsere Pflege. So eine Kampagne habe ich noch nie gesehen, aber das wäre mal angemessen. Ja, ich möchte einfach das Stichwort aufgreifen, Image in der Pflege. Du hattest mich angekündigt, dass vor dem Hintergrund, was nachvollziehbar ist, Gewerkschaftsvertreter, Tarifpolitik, das ist auch etwas, was im Augenblick ganz akut spannend ist. Nur zum Hintergrund, wir haben in der Altenpflege, wenn ich das jetzt mal so rausgreife, ambulant, stationär, circa 16% der Einrichtungen hier in Niedersachsen, die überhaupt tariflich in irgendeiner Form erfasst sind. Da gehören die Kirchen derzeit noch nicht dazu. Und das macht aber 16. Das macht aber deutlich, wie in allen anderen Bereichen offensichtlich da Bedarfe noch gelöst werden müssen, die unstrittig sind. Also über die Tarifpolitik kann man sich sicherlich noch mal ganz gezielt austauschen. Die Frage der Entwicklung in der Altenpflege in Niedersachsen ist, also ich ziehe das jetzt mal auf die Altenpflege insgesamt, ist ein Thema für sich. Wir haben ca. 105.000 Beschäftigte in Niedersachsen, die in der Altenpflege tätig sind. Bei, das ist auch eine Zahl, die ich ganz spannend finde, fast 2.860 Einrichtungen. Und davon haben wir ambulant immerhin auch 1.200 und stationär sind es knapp 1.700. Das ist etwas für sich. Wenn man dagegen hält, dass wir an Beschäftigten insgesamt knapp 76.000 Kräfte in der Altenpflege haben, das sind nicht nur Pflegekräfte,
Das ist etwas, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil diese Zahl der Beschäftigten sich deutlich unterteilt. Von diesen 75, knapp 76.000 sind lediglich 24.500 in Vollzeit. Das ist eine Zahl, die wiederum, wenn man diese Zahlen weiterverfolgt, das kann man machen, da gibt es die statistischen Grundlagen für, dann kommt man zu einer Entwicklung, die die besondere Problematik in der Altenpflege beschreibt und die besonders drängende Situation für die Beschäftigten. Da kommt das dritte Stichwort, Imagepflege, da bin ich mit Ihnen völlig einer Meinung. Ich bin ganz ursprünglich mal als Krankenpfleger Anfang der 70er Jahre ins Berufsleben eingetreten, bin dem Beruf bis heute verbunden geblieben und maße mir an, dort auch ein Urteil mehr erlauben zu dürfen. Und man kann relativ messerscharf trennen zwischen der Pflege, die aus dem Krankenhaus kommt und der Pflege, die in geriatrischen oder in betreuenden Einrichtungen stattfindet. Das ist ziemlich deutlich nachzuvollziehen und auch die Probleme, die wir in der Altenpflege haben, sind überhaupt nicht vergleichbar mit denen in der Krankenpflege. Und es ist ein Phänomen, dass Altenpflege in der Tat eine schlechte Würdigung in der Öffentlichkeit erfährt, die ich mir immer noch nicht so ganz erklären kann. Ich kann teilweise Ansätze finden, aber ich kann es mir nicht ganz erklären. Aber eine Erklärung ist möglicherweise, dass es Tabus in unserer Gesellschaft gibt, die man einfach nicht haben will. Man wird nicht alt, man wird nicht arm und man wird nicht krank. Und in der Altenpflege haben wir alles drei konzentriert. Und insofern bringt man das, schottet man sich da ab. Und da ist es eine Verpflichtung für alle gesellschaftlichen Kräfte, da anzusetzen. Und das sage ich auch ganz selbstkritisch an meine eigene Berufsgruppe. Es ist an der Zeit, dass wir da diese Zurückhaltung, die bisher noch da ist, dass wir sie ablegen und dass wir da uns Gedanken machen, ganz offensiv, wie wir an die Öffentlichkeit gehen können. Also was uns richtig bewegt, ist natürlich der demografische Wandel. Wir nehmen deutlich jetzt schon wahr, dass die Pflegebedürftigen zunehmen, Erwerbsbevölkerung abnimmt. Das macht uns ganz massiv zu schaffen. Wir sind, glaube ich, hier als AWO, Bezirksverband Braunschweig, der größte Arbeitgeber in dem Bereich der Pflege. Wir haben hier in der Region knapp 1400 Beschäftigte allein in der Pflege. Und wir merken das sehr unterschiedlich, auch an den Standorten, was die Fachkraftsituation besonders betrifft. Da muss man immer drauf schauen. Wir sind sozusagen nicht untereinander nur im Wettbewerb um die Fachkräfte. Wir sind auch im Wettbewerb mit anderen Branchen. Das hat was dann natürlich auch mit Anerkennung, mit gesellschaftlicher Anerkennung der Pflegeberufe zu tun. Und wenn ich nur mal das Beispiel Wolfsburg nehme, wir haben vor 4-5 Jahren hier ein großes Haus errichtet, eine stationäre Einrichtung. Und wir hatten dann auf einmal massive Probleme, schnell genug Fachkräfte nachzubekommen. Wir haben lange davon profitiert, gerade hier in der Region Fachkräfte aus Sachsen-Anhalt zu bekommen. Und ich glaube, es kam der Golf 6 auf den Markt. So. Und das haben wir gespürt, weil dort Fachkräfte auch natürlich dann wirklich ins Werk hier in Wolfsburg gingen. Und das war eine große Herausforderung. Das hat eine wirtschaftliche Bedeutung, auch für so einen Träger wie uns. Wenn wir da 2-3 Monate nicht aufnehmen können, weil wir keine Leute bekommen, kostet das mal schlapp für so ein Haus 500.000 Euro, die sie an Einnahmeverlust auch als Träger dort entsprechend haben. Das sind große Herausforderungen. Auf der anderen Seite steigt die Zahl unermüdlich der Pflegebedürftigen. Wir haben große Sorgen, wenn ich mal aus dem städtischen Bereich rausgucke, wie geht das eigentlich im ländlichen Raum? Wie versorgen wir da zukünftig? Über solche Themen müssen wir auch reden. Da geht es, glaube ich, über andere Netzwerke. Ja, und das Image der Pflegeberufe. Ich kann mich noch gut erinnern, vor so 10, 15 Jahren, es gab bei uns in der Braunschweiger Zeitung immer so eine Aufstellung, welche Berufe stehen da wie im Ranking. Da kann ich mich noch gut erinnern. Der Polizist, Feuerwehr, diese Berufe sind immer ganz oben, die sind bis heute auch noch so, ist immer noch, das ist 1, 2, aber ich glaube unter 4 oder 5 kam die Krankenpflege und die Altenpflege, das war nicht so differenziert, aber da kam noch die Pflege. Vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich diese Aufstellung wieder gesehen, unter dem Top 10 war die Krankenpflege nicht mehr. Also die Pflegeberufe sind da nicht mehr genannt. Da hat gesellschaftlich irgendein Wandel stattgefunden. Ich glaube, das fängt damit an mit Bezahlung. Das ist einfach so.
Das hat was mit gesellschaftlicher Anerkennung. Manche sagen auch, wenn mehr Männer in diesem Pflegeberuf wären, dann wird es automatisch eine stärkere Bezahlung geben oder eine bessere Bezahlung. Das weiß ich nicht, aber das würde auch weniger Teilzeitbeschäftigung wahrscheinlich bedeuten. Das sind ja auch solche Fragestellungen, die muss man da beleuchten. Wir können nur dafür sorgen, dass wir dafür kämpfen, dass es eine ordentliche Bezahlung gibt. Das bedeutet, es muss in Niedersachsen Schlusslicht bei den Pflegesätzen im Vergleich der westdeutschen Bundesländer. Das muss man einfach so sehen. Hier muss es auch eine andere Finanzierung geben. Da gibt es einige Vorschläge von der LAG der Freien Wohlfahrtspflege oder von Teilen der Verbände, die da sind. Ich glaube, ein Punkt, um den jetzt mal vielleicht hier in der ersten Runde zu nennen, ist ein Tarifvertrag Soziales für alle Sozialberufe. Aber wir müssen zunächst die Pflege da im Blick nehmen. Das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Und das ist nicht so einvernehmlich innerhalb der Wohlfahrtspflege. Da gibt es aber momentan ein Phänomen. Da gehen die kirchlichen Verbände mit der Arbeiterwohlfahrt gemeinsam voran und wir fordern Tarifvertrag Soziales. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere noch dazukommt, weil wichtig ist, dass wir diesen Tarifvertrag dann allgemeinverbindlich erklären. Aber das machen wir vielleicht in der zweiten Runde. Ich glaube, das könnte ja hier auch ein Schwerpunkt sein. Lassen Sie mich nur eins sagen, ich will da auch durchaus selbstkritisch sein. Wir haben eine Zeit lang versucht, Wettbewerb zu führen und das machen wir bis heute über niedrigste Löhne. Und das ist fatal, für das Image des Berufes und das bringt uns auch an Grenzen und das wird sich rächen, wenn wir da keine Umkehr finden. Was hat Lebenshilfe mit Pflege zu tun? Vor 20 Jahren wäre die Frage anders beantwortet worden als heute. Wir hätten wahrscheinlich eher gesagt, Lebenshilfe fühlt sich gar nicht zuständig für diesen Bereich von Pflege. Wir haben aber festzustellen, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben in unseren Einrichtungen, ob das im Wohnen ist oder in der Werkstatt für behinderte Menschen, natürlich auch älter geworden sind und auch damit die Pflege einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat in den letzten Jahren. Das ist positiv, weil wir wissen, dass wir diese Generation jetzt bekommen, hat mit der schlimmen Geschichte von Deutschland zu tun, dass die vorherigen Generationen schlicht und ergreifend in der Zeit des Nazi-Regimes ermordet worden sind. Insofern ist das erstmal positiv festzustellen, dass jetzt Menschen älter werden mit einer geistigen Behinderung und wir uns natürlich die Frage stellen müssen, wie gehen wir mit ihnen um. Was ich in dieser Runde ein bisschen einbringen möchte, ist daher auch eine besondere Schnittstelle und zwar zwischen der Pflege und der Eingliederungshilfe, weil das auch gerade auf beiden Ebenen diskutiert wird. Wir wissen, dass ein neues Bundesteilhabegesetz auf Bundesebene sehr intensiv diskutiert wird. Und es wird auch natürlich der Pflegebegriff, die Pflegereform sehr intensiv diskutiert. Und beide haben Verbindungen miteinander, die wir, glaube ich, auch hier ein bisschen betrachten müssen. Lebenshilfeeinrichtungen haben in den letzten Jahren sehr stringent darauf geachtet, keine reinen Pflegeeinrichtungen im Wohnen anzubieten. Warum haben Lebenshilfen sich da in der Vergangenheit sehr klar positioniert? Für Lebenshilfe ist die Eingliederungshilfe ein sehr viel weiter gefasstes System von Hilfe mit einem ganz anderen Ansatz. Es geht um Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen des Lebens. Die Pflege hat einen engeren Begriff, welcher Lebensbereich auch wirklich hier in den Blick genommen wird. Und wir haben auch schwierige Diskussionen in der Vergangenheit gehabt, dass dann auch Kostenträger gesagt haben, wenn da Pflegebedarf bei einem Menschen auftritt, dann musst du aus einer Einrichtung der Behindertenhilfe ausziehen, dein Zuhause verlassen, dann kommst du in ein Pflegeheim, zum Teil auch schon in sehr jungen Jahren, mit all den schwierigen Fragen, die damit verbunden sind. Das war nie zielführend. Aber wir müssen natürlich auch konstatieren, dass Menschen mit Behinderung eben auch natürlich auf Leistungen der Pflege angewiesen sind, auch in einem zunehmenden Maße. Und Pflege ist dann in diesem Zusammenhang auch eine wichtige Voraussetzung für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ohne dem geht es nicht. Bis dato, und das ist gut so, dass es so ist, können Hilfen aus der Eingliederungshilfe unabhängig von Pflegeleistungen gewährt werden. Es gibt kein Gegeneinanderstellen, dass erst die Pflege eintritt und dann Eingliederungshilfe vielleicht nachrangig betrachtet wird. Das ist bis dato nicht der Fall. Das muss auch bei allen Reformen zukünftig genauso auch gehandhabt werden. Also Pflege ist wichtig, braucht es ergänzend, aber nicht sozusagen vorrangig vor Eingliederungshilfemaßnahmen. Ein neuer Pflegebegriff, vielleicht noch so am Ende meiner einführenden Worte, muss diese Schnittstellen berücksichtigen. Wir brauchen auch für unsere Einrichtungen, wo Menschen stationär wohnen,
veränderte Regeln. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs dazu. Der Paragraph 43a im SGB 11 regelt, dass die Einrichtung der Behindertenhilfe maximal 256 Euro im Monat für Pflege bekommen. Wir haben aber eben viel mehr Pflege in unseren Einrichtungen als vor 18 Jahren, als dieser Satz mal festgelegt worden ist. Bis dato können wir das auch mit unseren Rahmenverträgen für unsere Angebote auch darstellen, dass wir die Menschen gut versorgen können. Aber ich habe schon Sorge, wenn noch mehr Pflegebedarf aufkommt, dass das irgendwann kippt. Und dann werden sich Einrichtungen sehr genau überlegen, wen können wir bei uns aufnehmen und versorgen, können wir das Risiko, dass wir hier sehr hohe Ausgaben haben, auch zukünftig schultern. Und deswegen braucht es hier dringend in dieser gesamten Diskussion auch Anpassungen der Regelungen, dass eben auch alle Leistungen der Pflegeversicherung auch für Menschen, die behindert sind und in einer Einrichtung der Behindertenhilfe leben, auch greifen. Das muss auf jeden Fall zukünftig gegeben sein. Es sind ja ein paar Aspekte, ich sag mal, im Vordergrund bei allen gewesen, wenn ich es jetzt noch mal so zusammenfassen darf. Einmal war es überhaupt Image der Pflegeberufe. Das ist so ein ganz großes Thema. Das war gucken müssen, was machen wir da. Und die zweite Sache, die Finanzierung und die unterschiedliche Herangehensweise. Was ist eigentlich Pflege? Was gehört alles dazu? Was gehört eigentlich zum Leben dazu? Und könnte man sagen, so sage ich es immer, Pflege ist ein Menschenrecht. Wenn wir diese Aspekte betrachten, wäre es ja jetzt wichtig zu gucken, was macht denn Pflege mit Politik? Also einmal geht es ja um die Einführung des neuen Pflegebegriffes. Da hat die Bundesregierung den ersten Schritt der Pflegereform angefasst und ins Rollen gebracht. Wir hatten die erste Debatte, die erste Lesung in der letzten Plenarwoche, und so ein paar Dinge sind da ja auch offenbar geworden. Also das eine ist, meine Frage wäre so zum Pflegebegriff überhaupt und die Bedeutung, die Politik der Pflege, den Pflegeberufen, den Pflegenden, den zu Pflegenden und auch den Angehörigen zukommen lässt, ist das eigentlich genug? Wir haben mit der Einbringung des neuen Pflegebegriffes ja vor ungefähr 10 Jahren angefangen. Vor 10 Jahren gab es dann das erste Mal die Diskussion darum, wie machen wir das, wie können wir Pflege neu definieren, was ist das denn für uns? Wir haben dann 2009 die erste Studie gehabt, wo dann klar war, was soll das eigentlich sein, der neue Pflegebegriff. Politik hat es aber nicht tatsächlich angefasst. Wir haben dann eine neue Studie gehabt, die 2013 rausgekommen ist. Damit hätte jetzt im Grunde ja die neue Bundesregierung sagen können, wir fangen das jetzt mal an. Was aber passiert, es sind 2 neue Studien in Auftrag gegeben worden und der Pflegebegriff als solches ist nicht angefasst worden. Eine zweite Sache, die dabei eine Rolle spielt, die ich auch noch mal ansprechen will, ist, dass es so ein paar Sachen vorweggenommen worden sind. Ich finde, das ist ein ziemlich geschickter Schachzug, nämlich zu sagen, wir erhöhen mal den Personalschlüssel. Und da wäre jetzt auch konkret an die an der Pflege Beteiligten nochmal die Frage, wie sehen Sie das? Weil der Pflegeschlüssel soll ja erhöht werden für die Pflegehelferinnen und Pflegehelfer. Das heißt, nicht für das Fachpersonal. Wir haben also einen erhöhten Personalschlüssel für die Pflegehelferin, für den Pflegehelfer, aber für die Fachkräfte eben nicht. Könnte das sein, dass das dazu führt, dass wir das, was wir an ganzheitlicher Pflege im Moment noch haben, ad absurdum geführt wird, weil man nämlich die Pflege teilt in Bereiche, nämlich die von Fachkräften bearbeitet werden kann, und eine besondere Verantwortung diesen Menschen auch auferlegt und eine andere Verantwortung denen, die zusätzliche pflegerische Leistungen erbringen, und dass dann das Fachpersonal im Grunde eigentlich sich nicht mehr wirklich mit den Menschen auseinandersetzen kann. Und das ist ja auch das, was die Menschen eigentlich wollen in diesem Beruf. Also vielleicht können wir zu diesem Thema nochmal eine Runde aufmachen, und als dritten Punkt vielleicht noch dazu die Pflegeausbildung. Die muss neu gestaltet werden, und da ist eben auch die Frage, soll es eine generalistische Ausbildung werden oder was wären Ihre Vorstellungen von Pflege, von Ausbildung
in der Pflege und auch in diesem Zusammenhang in einigen Bundesländern ist es ja so, dass die Ausbildung Geld kostet, zumindest die Pflegerinnen-Helfer-Ausbildung noch Schulgeld kostet und es nicht so ist, dass es unter dem Berufsbildungsgesetz zusammenzufassen ist und die Auszubildenden dort eben auch eine Ausbildungsvergütung kriegen und Rechte haben, wie alle anderen Auszubildenden auch. Da ist die Frage, warum ist das eigentlich in den sozialen Berufen so und hier in den Pflegeberufen so und was müssen wir daran ändern? Ja, was wir ambulante Pflegedienste, also ich sage mal, wir so arbeiten nicht so direkt nach einem Personalschlüssel, arbeiten aber schon nach, ja, im Prinzip nach den verkauften Leistungen, die die Kunden in Anspruch nehmen. Und da muss man wirklich differenzieren, weil wir einmal Einnahmen über den SGB-5er-Bereich haben und einmal Einnahmen über den SGB-11er-Bereich haben. Eine Krankenschwester kann über den SGB-11er-Bereich im Prinzip ihr Gehalt nicht verdienen, weil die Vergütung in Niedersachsen, sage ich mal, ziemlich schlecht ist. Wir hängen anderen Bundesländern mit mindestens 20% weniger Vergütung hinterher. Da müsste auf jeden Fall erstmal nachgebessert werden. Ausbildungstechnisch ja, es ist leider auch immer noch so, dass die Ausbildungen nicht bundeseinheitlich sind. Also jedes Bundesland hat einfach da Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, wie Sie schon gesagt haben, teilweise zahlen wir Vergütung, teilweise müssen die Schüler Schulgeld bezahlen. Das wäre, sage ich mal, für eigentlich einen Auftrag, bundesweite Ausbildung da einzuführen, um da auch eine Gleichbehandlung für die Auszubildenden zu ermöglichen. Für uns in der ambulanten Krankenpflege ist es, ja, so eine Ausbildungsstelle anzubieten, einerseits vorteilhaft, andererseits auch wieder mit vielen Nachteilen behaftet. Problem ist, wenn wir als ambulanter Pflegedienst, wir verhandeln unsere Punktwerte mit den Pflegekassen, wir bekommen eine Auszubildende, also wir stellen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung. Das heißt, unser Punktwert wird erhöht. So, das heißt, die Kunden müssen bei uns für die Leistung mehr bezahlen, weil wir eine Auszubildende haben. Das heißt, sie bekommen aber weiterhin nur ihr normales Pflegegeld. Sie bekommen, wenn ein Betrieb, ein ambulanter Pflegedienst, eine Auszubildende hat, weniger Leistung, weil wir teurer sind. Außerdem haben wir Konkurrenz untereinander und heben uns dann wieder noch ab, weil wir eine Auszubildende haben, sind wir teurer als alle anderen ambulanten Pflegedienste. Also wir sind dann immer hin und her, machen wir es oder machen wir es nicht. Für die Zukunft brauchen wir dringend Auszubildende, weil das ist allen klar, der Notstand ist da. Aber um uns da irgendwo abzusetzen oder irgendwo noch wettbewerbsfähig zu bleiben, sagen wir eher, nee, machen wir nicht. Das ist so unser Spagat, den wir ablegen müssen. Ja, also da wären dann Hilfen deutlich notwendig und was ja auch wieder mit der Anerkennung des Berufes und auch der Ausbildung zu tun hat. Aber gehen wir einfach in der Runde weiter, Frau Köhler-Riebau. Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen da nur absolut zustimmen und es kann auch nicht angehen, dass wir bestimmte Dinge nicht tun, zum Beispiel ausbilden, weil möglicherweise der Pflegedienst von Frau Baruschke oder der Pflegedienst des Paritätischen dann höhere Preise nehmen müsste vom Kunden oder höhere Preise verhandeln und dieses dann nicht tut, weil man dann in der Konkurrenz hinten runterfällt und dann einfach nicht mehr ausbildet. Also da, Sie fragten eingangs, was ist denn jetzt an Politik zu fragen oder was ist von Politik zu fordern, sind gleiche Bedingungen herzustellen und zwar bessere Bedingungen als jetzt. Sie fragten auch nach dem Pflegebedürftigkeitsbegriff. Wenn ich das richtig sehe, wird ja der in dem zweiten Pflegestärkungsgesetz angefasst und geändert. Und dieses zweite Pflegestärkungsgesetz soll ja noch in dieser Legislaturperiode auf Bundesebene dann umgesetzt werden. Das ist längst überfällig. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren sämtliche Verbände und alle Fachebenen damit befasst sind und darüber sprechen,
diesen Pflegebedürftigkeitsbegriff zu verändern, und zwar mit Blick darauf, nicht nur körperliche Pflege abzudecken durch Pflegeversicherung, sondern eben das ganzheitlich zu betrachten und auch die psychischen oder die mentalen Einschränkungen damit ins Auge zu fassen. Das ist unbedingt notwendig, genauso wie das Weggehen von den drei Pflegestufen und einfach von der Einschränkung an sich auszugehen. Da, Frau Zimmermann, ist wirklich Eile geboten, das umzusetzen. Ausbildung, Sie sagten es schon, ist zu fördern. Und wenn ich mir ansehe, welche medizinischen oder pflegerischen Aspekte von Altenpflegefachkräften seit Jahren jetzt schon abgefordert werden, spricht natürlich eine ganze Menge dafür, auch da die Ausbildung entsprechend darauf auszurichten. Pflegeschlüssel, Sie sagten das auch schon, haben wir in der ambulanten Pflege nicht so sehr damit zu tun. Aber die Differenzierung in das, was eine Pflegefachkraft darf und das, was eine Pflegekraft darf, die haben wir sowieso schon. Wenn jetzt zugunsten der Pflegekräfte Schlüssel verschoben werden sollten, könnte es auch wieder den Hintergrund haben, dass man da versucht, Vergütungen und Gelder zu sparen. Denn Pflegekräfte sind natürlich günstiger als Pflegefachkräfte. Das wäre keine gute Entwicklung, und da muss man noch mal genau drauf gucken. Gut, vielen Dank. Vielleicht kannst du auch noch mal was sagen. Verdi fordert ja für die Pflegehelferinnen, für die Pflegehelfer einen Mindestlohn von 12,50 Euro in der Stunde. Und wir haben das nochmal ergänzt für Pflegefachkräfte. Darf es auf jeden Fall einen Bruttolohn von 3.000 Euro nicht unterschreiten. Vielleicht kannst du das in die Beantwortung der Fragen nochmal oder das Aufgreifen der Fragen noch mit einbeziehen. Im Prinzip könnte ich jetzt sagen, all das Vorgenannte kann ich erstmal nur unterstreichen und bestätigen. Also das wird wahrscheinlich auch wenig verwundern. Wenn man es jetzt konzentriert auf die Frage, wie weit kann die Anhebung der Personalrichtwerte, das war die Ausgangsfrage, wie weit kann die ein Problem beheben, dann habe ich dieselben skeptischen Überlegungen wie meine Vorrednerinnen, weil alleine die Anhebung von Werten nicht die Problematik als solches löst. Wir fordern das ja beispielsweise auch in der Personalbemessung im Krankenhaus, dass wir eine gesetzliche Personalbemessung dort haben wollen, aber wohl wissend, dass da alleine das Problem nicht mit gelöst wird, sondern in der Tücke liegt. Das Wesentliche ist, wie werden die Stellschrauben, die darüber hinaus örtlich notwendig sind, wie werden die beeinflusst? Und da ist, denke ich, die Skepsis berechtigt, dass da nämlich nicht viel passiert. Solange wir in der Situation sind, dass wir in Pflegeeinrichtungen sozusagen eine Konkurrenzpflicht haben und diese Einrichtungen natürlich Dienstleistungsunternehmen sind und die Rahmenbedingungen nicht verändert werden, dann wird es immer darauf hinauslaufen, dass Lücken gesucht werden, wie man sozusagen seiner Konkurrenz davon eilen kann. Das wird in einer Form sicherlich dadurch gelingen können, dass man festschreibt, wie die Personalbemessung aussieht, wohl wissend, dass wir dann genau die Differenzierung zwischen Pflegekraft, Pflegefachkraft festlegen müssen. Das wird auch gelingen, sicherlich durch die Anhebung einer entsprechenden Vergütung, die natürlich auch eine Wertschätzung darstellt. Also ich habe es noch nicht so lange her erlebt, dass eine Pflegekraft mit einer ganz anderen Fragestellung zu mir ins Büro gekommen ist und wir mal ihren Stundenlohn ausgerechnet haben und der war bei 3,22 Euro. Das ist also nichts Exotisches oder vom anderen Stern. Es gibt es immer noch. Da kann man sich die Einzelfälle, muss man sich angucken, da gibt es dann so. Aber das macht das Problem deutlich. Insofern kann man in der Tat sagen, dass wir über die Vergütung etwas regeln müssen. Diese Begrifflichkeit, keine Pflege unter 3.000 Euro, das ist vor zwei Monaten aufgebracht worden, hat natürlich damit zu tun, dass wir da zum Ausdruck bringen wollten, dass die Wertschätzung in der Pflege auch darüber reguliert werden muss. Das ist so, das ist nicht allein so, aber wir werden uns dann überhalten müssen, wahrscheinlich in der nächsten Runde. Der Begriff Tarifvertrag Soziales wurde hier schon eingebracht. Inwieweit in der Ausbildungsfrage Regelungen damit erfasst werden, kann ich nicht beurteilen. Aber wir haben im Augenblick beispielsweise in der Pflege die Diskussion hier in Niedersachsen um eine Pflegekammer. Das ist ein Thema gewesen, wo die Ausbildung besonders verankert werden soll. Ich habe da meine ganz persönlichen skeptischen Überlegungen zu. Aber möglicherweise wäre das nochmal die eine oder andere Diskussion wert. Ja, vielen Dank. Ich sehe das mit den Pflegekammern auch sehr skeptisch. Das ist erstmal so die Frage, was,
was wird uns da nach vorne bringen, wenn wir Pflegekammern einrichten, die ja auch eine Zwangsmitgliedschaft dann sozusagen beinhalten. Also das wäre auch nochmal ein ganz neues Thema. Bei der AWO muss ich sagen, ich bereise das Land Niedersachsen, seitdem ich pflegepolitische Sprecherin bin, bin auch in Einrichtungen der AWO gewesen, auch in anderen Einrichtungen. So meine Frage ist das für Sie auch so eine Konkurrenzsituation, was wir jetzt auch von den anderen Kollegen, von den Kollegen gehört haben, dass es in der Pflege nicht eigentlich darum geht, eine gute Pflege zu haben, eine Pflege, die auch individuell ist, die sich ein Pflegesetting, sagt man ja auch, was sich orientiert an den Bedürfnissen der Menschen, sondern dass es im ambulanten, aber auch im stationären Bereich im Grunde darum geht, konkurrenzfähig zu sein und dass das das ist, was im Vordergrund steht und was wir ja auch durch die Bundesregierung im Moment noch diskutieren, ist die Verstärkung der Ehrenamtlichkeit in der Pflege. Das wäre ja auch nochmal so ein Punkt, wo man sagt, da wollen wir auch Kosten sparen und natürlich auch vor allen Dingen unseren größten Pflegedienst, den wir haben im Lande, nämlich die Familie, da auch zu stärken. Ist das gut oder wie ist das bei Ihnen in den Einrichtungen? Also ich würde das auch versuchen, in verschiedenen Punkten abzuschichten. Natürlich sind wir Dienstleistungsunternehmen als Arbeiterwohlfahrt, sogar ein relativ großes, mit hier in der Region dann insgesamt mit 3.500 Beschäftigten, wenn man da alle Dienstleistungen der AWO nimmt. Da sind wir, es war ja gewollt, mit Abschaffung des Selbstkostendeckungsprinzips Mitte der 90er Jahre, dass es Wettbewerb gibt. Ich finde Wettbewerb auch soweit okay. Ich meine, wenn ich da in die Pflege gucke, da sind ja, wenn Sie sich so eine stationäre Einrichtung anschauen, die ist mittlerweile so binnendifferenziert. Das ist nicht mehr das klassische Pflegeheim, vielleicht so, was man in den 70ern im Kopf hat. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Bausteine. Da hat der Wettbewerb in der Qualität eine ganze Menge gebracht. So. Was wir jetzt aber haben, wir haben sowas wie eine Wettbewerbsverzerrung, weil einen Vorteil hat der billige Jakob, so will ich das mal sagen. Wir haben ungefähr die gleichen Rahmenbedingungen, die sind vorgeschrieben, Fachkräfte 50%. Aber als tarifgebundenes Unternehmen, ich will das mal deutlich machen, bei den Pflegehilfskräften ist der Pflegemindestlohn bei 8,75 Euro derzeit. Bei uns fängt die unterste Lohngruppe bei 11 Euro an. So. Wenn Sie dann in einer Einrichtung 50 Beschäftigte haben, das macht schon eine Menge dann am Preisunterschied, die Sie den Kunden wiedergeben müssen, aus. Also das macht zum Teil dann zu privaten Wettbewerbern, die in den unteren Lohngruppen dann 8,75 Euro zahlen. Wenn Sie die dann immer so zahlen, bedeutet das mal in der höchsten Pflegestufe 300, 400 Euro Preisunterschied. So. Erstmal vom Grundsatz für dieselbe Leistung, die da beschrieben ist. Auf der anderen Seite schauen wir, dass wir natürlich auch in der Verantwortung sind, Pflege weiterzuentwickeln, dort auch Innovation, auch Qualitätsmanagement auch durchzusetzen. Übrigens auch nicht refinanziert. Wir sind seit 2002 haben wir ein extern zertifiziertes Qualitätsmanagement. Das bringt uns auch immer weiter, aber es ist nicht refinanziert, das bringt der Träger selbst auf aus diesen eigenen, aus der eigenen Tasche. Das muss man einfach mal so benennen. Auf der anderen Seite verlangt, auch zu Recht, verlangt die Bevölkerung dann eine hohe Qualität in der Pflege. So, das funktioniert auch gut. Das ist die Frage. Sie haben dann noch gefragt, wie ist das eigentlich mit dem freiwilligen Engagement in der Pflege? Also einmal grundsätzlich, weil Sie den Fachkraftschlüssel ja angesprochen haben, ich bin dafür, dass man die Fachkraftquote, den Schlüssel bei 50% sozusagen behält. Wir haben aber manchmal Probleme. Wir haben zum Beispiel, um Situationen in der Pflege zu entschärfen, wollten wir Pflegehilfskräfte für einen befristeten Zeitraum mehr reingeben. Dann haben Sie Diskussionen zum Teil mit den Heimaufsichten in Niedersachsen, die sagen, oh, das ist doch schön, wenn ihr mehr Pflegehilfskräfte reingibt. Das heißt aber 50-50, ihr gleicht den Schlüssel nach oben auch bei den Fachkräften an, die wir gar nicht bekommen. Also da ist was ein bisschen in der Definition falsch, wie man das macht. Ich war jetzt so Anfang, ich mache auch immer so eine Sommerreise durch unsere Einrichtungen.
Das war ganz spannend, durch die stationären Pflegeeinrichtungen zu gehen. Wir merken, dass wir an bestimmten Funktionsstellen, Pflegedienstleitung, Wohnbereichsleitung, dass die Beschäftigten dort uns zusammenklappen, dass die wirklich auch hohe Ausfallquoten haben und wenn sie dann zusammenbrechen, dass das auch zum Teil sehr, sehr lange Ausfallzeiten sind oder sie gar nicht mehr in den Beruf zurückkehren. Ich bin immer durch diese Einrichtungen gereist, habe gesagt, was können wir machen, um euch zu entlasten? Ich habe an sowas gesagt, wir entlasten sie von Dokumentation, indem wir in den Wohnbereichen Sekretariate einrichten, die das machen. Nee, die haben gesagt, wir brauchen etwas zur Entlastung von den Pflegefremdtätigkeiten. So. Wer räumt eigentlich den Geschirrspüler auf so einem Wohnbereich ein und sowas? Da haben wir Pflegehilfskräfte, die das eigentlich machen. Die haben aber gesagt, nein, wir müssen das außerhalb der Pflegeschlüssel machen und diskutieren. Wir brauchen dort, außerhalb des anrechenbaren Pflegeschlüssels, brauchen wir dort zusätzliches Personal rein, um die Fachkräfte und die Pflegekräfte dort zu entlasten. Das ist ein Punkt, über den man diskutieren muss. Da muss man auch schauen, wie das funktioniert. Und ehrlich gesagt, freiwilliges Engagement in den Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt war immer auch ein Grundsatz, das zu stärken und zu unterstützen. Trotzdem brauchen sie festgeschrieben, was sie da an professioneller Hilfe leisten müssen. Zum Beispiel in 11 stationären Einrichtungen, die wir betreiben, wir erheben das jährlich, finden 15.000 Stunden freiwilliges Engagement statt zur Unterstützung. Das ist enorm und da gibt es auch Wünsche, das zu tun und das hilft auch. Das muss man einfach sagen, das würde ich nicht verteufeln. Man darf das nur nicht verdrängen und da muss man sogar vielleicht auch ein Augenmerk drauf haben. Aber insgesamt kommt zum Schluss wieder drauf an, dass wir dort ordentlich vergüten. Sie hatten noch ein Thema, das ist die Frage der Auszubildenden. Hier sitzen ja dann auch eine private Vertreterin, nehmen Sie es nicht. Ich bin schon lange dafür, dass wir eine Umlagefinanzierung in der Ausbildung haben. Die hatten wir schon mal und ich glaube, die brauchen wir ganz dringend in Niedersachsen wieder. Die Landesregierung hat sich das als Vorhaben vorgenommen. Das dauert mir ein bisschen zu lange jetzt. Ich glaube, die wird kommen. Und dann werden diejenigen nicht bestraft, die Auszubildenden. Sie haben aber recht, ein Auszubildender kostet Geld, das müssen Sie an den Kunden weitergeben. Da müssen wir dann schauen, wie wir rankommen. Und in der ambulanten Pflege, was die Punktwerte betrifft, die sind deutlich zu niedrig in Niedersachsen. Und ich glaube, man muss auch schauen, dass wir sind ja da momentan in zwei Systemen in der ambulanten Pflege. Es gibt die sogenannte Leistungskomplexvergütung und jetzt die neue Zeitvergütung. Da kann sich sozusagen, ich glaube, nach den ersten 15 Minuten kann der Kunde sich im Minutentakt auswählen, was er dort an Leistungen haben will. Und wenn der Angehörige dann mal drängt, Mensch, das Kämmen heute ist vielleicht nicht so wichtig, dann entscheidet der Angehörige über die gute Pflegequalität. Und das muss nicht immer das entsprechende dann auch sein. Deswegen müssen wir da hinschauen, wie kriegen wir sozusagen, wir haben mal sowas über Personalbemessungssysteme vor Jahren in der Pflege diskutiert, wie kriegen wir das eigentlich hin, ordentlich die Leistung, die benötigt wird, zu definieren und das dann entsprechend auch zu vergüten. Und unabhängig, ob es eine SGB-5-Leistung oder eine SGB-11-Leistung ist. Ich finde, Frau Zimmermann, Sie müssen als Opposition daran zu fragen, diese künstliche Trennung zwischen SGB-5 und SGB-11, da muss das System durchlässiger werden. Das ist im Sinne der Pflegebedürftigen. Ein Punkt hatten Sie noch angesprochen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das in der nächsten Runde machen. Das ist die generalistische Ausbildung, die da geplant ist. Ich bin Gegner der generalistischen Ausbildung. Ich will Ihnen das sagen. Ich will Ihnen auch begründen, warum. Ich glaube, das, was wir in Deutschland haben mit der Altenpflege, ist schon etwas Besonderes. Ich bin auch Sprecher eines Arbeitskreises Europa, der AWO-Bundesgeschäftsführerkonferenz. Bin viel im europäischen Ausland deswegen auch unterwegs. Und da muss man mal sehen, die Altenpflege ist eine Besonderheit in Deutschland. Da gucken andere europäische Länder drauf und sagen, das ist schon was Besonderes. Ich glaube, bei der generalistischen Ausbildung wird die Altenpflege hinten runterfallen. Ich will das auch mal mit einem Beispiel belegen. Wir, um die Fachkraftsituation zu beheben, sind wir in einem Modellprogramm mit vietnamesischen Auszubildenden. Diese vietnamesischen Auszubildenden haben alle einen Bachelorabschluss in der Krankenpflege in Vietnam gemacht. Die haben, was die somatische Pflege betrifft, absolut tolle Kenntnisse.
Wir merken aber, wie in anderen außereuropäischen, aber auch europäischen Ländern, auch wenn wir sonst die Krankenschwester aus Polen, ist ja dieses klassische Beispiel, die haben einen anderen Bezug zur Altenpflege. Die überwachen, dass Pflegeleistungen gut laufen. In anderen europäischen Ländern ist es dann so, dass man nicht direkt an dem Menschen arbeitet. Und was mir jetzt aufgefallen ist bei den vietnamesischen Fachkräften, die wir dort haben oder die hier nochmal eine Altenpflegeausbildung unterlaufen, die haben zum Beispiel Probleme mit Körperlichkeit. Jemanden mal so anzufassen, ist ein Problem. Und da haben wir in Deutschland mit der Altenpflege und der Ausbildung ein besonderes Fund. Und das sollten wir nicht einfach aufs Spiel setzen. Ist aber eine Meinung meines Verbandes, wird nicht überall getragen. Trotzdem, glaube ich, muss man das mit im Blick haben. Und ein Thema zu den Pflegekammern, das ist absoluter Quatsch. Also eine Pflegekammer hatte immer den Sinn, oder eine Kammerorganisation, Versorgungswerke zu schaffen. Ich habe mal auch reingehört bei unseren Pflegefachkräften, die sagen, eine Pflegekammer brauchen wir nicht. Sorgt erstmal dafür, dass wir anständig bezahlt werden, bevor wir noch einen Zwangsbeitrag dort entsprechend zahlen. Das wird das Image der Pflegeberufe nicht nach oben bringen. Außerdem ist es Konkurrenz für Verdi. Das ist ja dann auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen sage ich es mal hier. Deswegen finde ich das, glaube ich, bringt uns nicht richtig weiter, die Diskussion in Niedersachsen über Pflegekammer. Lieber Umlagefinanzierung derjenigen, die Auszubildenden, das ist ein viel größerer Punkt, mit dem man auch wirklich punkten kann. Ja, okay. Ich glaube, bei den Pflegekammern sind wir uns einig. Zu der Ausbildung wollte ich noch mal sagen, unser Ansinnen ist es, eine 2-jährige gemeinsame Ausbildung in der Pflege zu haben und dann in die Spezialisierung reinzugehen, zu gucken. Aber ich diesen Gedanken, den Sie eben nochmal deutlich gemacht haben, den nehme ich auch gerne mit. Also wir sind noch nicht am Ende der Diskussion und auch nicht am Ende der Aufstellung unserer Forderungen jetzt im Bundestag. Dafür sind ja solche Runden wie diese für mich eben auch so besonders wichtig, weil wir eben nicht Stellvertreterpolitik machen wollen, sondern auch einfach mal horchen wollen, wie sieht's denn aus? Für mich wäre jetzt nochmal wichtig, Herr Stolz, bei Ihnen, weil Sie haben ja nochmal sozusagen auch eine Spezialität, die Sie mitbringen in die Diskussion hinein, wenn wir über Pflege reden, denken Sie, denke ich, auch immer Assistenz mit. Es gibt ja die Forderungen von einigen Bereichen, so habe ich es zumindest auch diskutiert, auch in Einrichtung der Lebenshilfe, wie denn unsere Unterstützung hinsichtlich eines Assistenzgesetzes aussieht. Ich finde das eine ganz spannende Diskussion, weil für mich, als ich angefangen habe mit Pflege, ich bin ja jetzt neu im Bundestag und auch das Thema ist für mich neu und ich arbeite mich da auch immer noch ein, war für mich ganz klar, Pflege ist eben nicht nur die Pflege direkt am Menschen, was mich manchmal erschreckt in der Diskussion am Bundestag, im Bundestag, wenn ich dann höre, dass in der Diskussion und in der Wortwahl, dass Pflege nur am Bett stattfindet. Also Pflege ist nur mit Pflegebett in Verbindung. So, und das, denke ich, das ist auch was wir aufbrechen müssen. Und meine Meinung von Anfang an war, dass zu Pflege auch gehört Individualität, gesellschaftliche Teilhabe und zwar auch nach den Wünschen der einzelnen Personen. Und das kriegen wir ja über diese Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, wir sagen Pflegebegriff, nicht geregelt. Vielleicht können Sie da nochmal 2-3 Sätze auch mit einfließen lassen, was die Assistenz angeht, wann man die benötigt. Und ich habe mal so dieses schwedische Modell mal so ein bisschen reingelesen. Das ist ja so ein, gibt so kleine Funken, aber so richtig doll läuft es da, glaube ich, auch nicht. Ich werde versuchen, mal die Fragen so mit aufzunehmen. Vielleicht beim Pflegebegriff anfangend. Ja, wir brauchen natürlich erstmal die Diskussion darüber, ob das jetzt zu lange auf die lange Bank geschoben ist. Das würde ich eher auch teilen, die Einschätzung. Wir hätten da vielleicht auch schon ein bisschen weiter sein können. Aber wir brauchen natürlich eine Erweiterung weg von den körperlichen Sichtweisen auf einen ganzheitlichen Ansatz. Demenzielle Fragen müssen mit aufgenommen werden oder Einschränkung der Alltagskompetenz müssen da auf jeden Fall auch mitdiskutiert werden. Für mich gehört aber neben dem Pflegebegriff auch eine Diskussion dazu, wie sind denn dann entsprechend die Begutachtungsverfahren, die müssen das auch aufnehmen können. Da braucht es auch Instrumentarien, die auch erprobt sind.
Und es braucht eben auch ein entsprechend passendes Leistungsangebot. Also das sind schon mehrere Facetten und man kann es nicht nur über den Begriff alleine, glaube ich, diskutieren. Bei den Assistenzmodellen, da bin ich zumindest an einer Stelle skeptisch, wenn es darum geht, dass Menschen in einer Arbeitgeberfunktion sozusagen da auch tätig werden. Das ist ja auch ein Teil der Diskussion dazu. Unsere Menschen mit einer geistigen Behinderung, die wir vertreten, sind dazu in der Regel nicht in der Lage, als Arbeitgeber aufzutreten und entsprechend sich Dienstleistungen einzukaufen. Das ist auch einer der Gründe, warum das persönliche Budget doch so gering in Anspruch genommen wird, niedersachsenweit, weil diese rechtlichen Fragen gar nicht geklärt sind und das auch eine Überforderung ist, selbst für juristische Betreuer das auch mit abzubilden. Es waren mehrere Aspekte. Ich möchte auf einen Aspekt besonders eingehen, die Attraktivität des Berufes. Und da würde ich erstmal grundsätzlich zustimmen. Es braucht natürlich eine angemessene Bezahlung und Entlohnung. Das ist unstrittig. So, und das sind auch Diskussionen, die wir bei uns im Bereich in der Behindertenhilfe ganz genauso haben. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Einstiegsvoraussetzung, um auch die Attraktivität zu haben. Ich glaube aber darüber hinaus, dass es weitere Fragen gibt, und zwar wie sinnhaft ist meine Tätigkeit, wie erfüllt kann ich meine Tätigkeit auch ausüben. Und wenn ich bei der Minutenpflege bin, dann geht ganz viel verloren. Und junge Menschen, die sich für einen Beruf entscheiden, die gucken natürlich auch auf die Bezahlung, das habe ich erwähnt, ist nicht unwichtig, es ist eben nicht alles. Ich muss auch das Gefühl haben, dass ich mit meiner Arbeit etwas Gutes tun kann, wenn sie junge Menschen haben, die sich bewerben, und wir haben selber drei Fachschulen für die Heilerziehungspflege. Wir fragen immer nach den Motiven. Was motiviert euch eigentlich, euch für einen solchen Beruf zu entscheiden? Also reich wird man auch in der Heilerziehungspflege nicht, das gleich mal vorweg. Aber ein ganz wichtiges Motiv ist eben, am Menschen, mit Menschen zu arbeiten und da in Beziehung zu gehen. Und wenn das kippt, und in der Pflege ist es in vielen Bereichen in der Vergangenheit gekippt, dann ist eben diese Attraktivität auch nicht mehr da. Das ist für mich mindestens genauso wichtig, ich will das nicht gegeneinander aufspielen, aber auch genauso wie die Bezahlung. Man sollte es nicht nur auf eine Sache konzentrieren, sondern man muss beides im Blick behalten, glaube ich. Zum Thema Ehrenamtlichkeit, Fachkräfte, da würde ich meinen Kollegen voll zustimmen. Das sind ähnliche Diskussionen, wie wir sie auch im Bereich der Behindertenhilfe haben. Auch da gibt es im Wohnen zum Beispiel die 50% Fachkraftquote. Da kann man natürlich drüber diskutieren, nur ich sehe eben auch schnell die Gefahr eines Dammbruchs, dass eben auch darüber letzten Endes doch auch Kosten gespart werden sollen. Verbunden damit ist die Frage von Ehrenamtlichkeit. Die finde ich nicht immer ganz einfach zu beantworten, die Frage. Natürlich von meinem gesellschaftlichen Verständnis gehört es schon dazu, dass auch Menschen in einem Ehrenamt auch Verantwortung übernehmen. Das ist mein Selbstverständnis auch. Aber es darf eben nicht dazu führen, dass der Staat damit aus seiner Rolle entlassen wird. So, und das auszutarieren ist gar nicht so ganz einfach. Also nicht alles abschieben auf professionelle Dienstleistungen, das ist gesellschaftlich, finde ich, auch geboten. Andererseits muss es natürlich auch eine Verantwortung des Staates geben. Und das ist auch in unserem Bereich nicht einfach. Insofern kann Ehrenamtlichkeit für mich nichts ersetzen, sondern ergänzen. Das ist für mich der Punkt. Wir brauchen Ehrenamtlichkeit in unseren Einrichtungen, aber nicht um unsere Angebote da im professionellen Bereich zu ersetzen, sondern als sinnhafte Ergänzung, um das Ganze vielleicht auch komplett zu machen und auch vielleicht Sachen abbilden zu können, die dann vielleicht überher sonst nicht möglich wären. Das nochmal vielleicht zu dem Punkt. Wettbewerb, das ist auch ein sensibler Punkt. Über den Preis kann man natürlich auch Wettbewerb als Staat auch forcieren. Das haben wir in der Pflege, das haben wir im Bereich der Behindertenhilfe, zumindest bei den ambulanten Leistungen, bei den stationären und teilstationären Leistungen gibt es Landesrahmenverträge, da ist das für alle gleich geregelt. Ich habe auch da den Eindruck, Wettbewerb im Inhaltlichen, das ist gut, also auch eine Konkurrenz der Ideen, wie mache ich meine Arbeit, wie innovativ bin ich da, was habe ich für ein Selbstverständnis, und ich glaube, da kann auch ein Hilfeempfänger, betroffener Kunde entsprechend auch entscheiden, welches Angebot ist das für mich passende. Das finde ich sehr hilfreich. Wenn aber der Staat meint, über den Preis alleine Wettbewerb auch führen zu können, dann geht das auf Kosten der Qualität. Dann geht es nicht mehr um die Kreativität der Ideen, sondern dann geht es wirklich nur noch, was ist am Ende zu bezahlen. Und das tut allen Beteiligten nicht gut. Und nicht umsonst sitzen wir ja heute hier auch in der Runde zu der Frage.
das mit der Konkurrenz zu Verdi, das, ich sag mal so, das sehe ich ganz persönlich gar nicht so, weil erstens festgelegt ist in dem Entwurf, im aktuellen Entwurf, auch im ersten schon, dass die Tarifhoheit nicht angetastet wird, sondern ich sehe das Problem mit den Kammern eher darin, dass sie eigentlich nur einen Wasserkopf darstellen. Ich kenne die Standesentwicklung meines Berufes seit Anfang der 70er. Da hat es ganz, ganz viele Ansätze gegeben, dort etwas zu verändern. Es hat bis heute nicht geklappt und das wird auch eine Kammer nicht schaffen. Und die Frage der Ausbildung, Ausbildungsbegleitung bis hin zur Berufsgesetzbarkeit und so weiter, da bin ich eher skeptisch, wie weit das dann tatsächlich Leben entfaltet. Aber wo ich einfach mal provokant widersprechen möchte, Sie haben auch gesagt, die Bevölkerung verlangt eine gute Pflege. Das will ich ausdrücklich zurückweisen. Ich sage das mal, ich provoziere mal, das interessiert die Bevölkerung gar nicht. Die interessiert es erst dann, wenn im Fernsehen jemand über YouTube nachgewiesen hat, dass der Opa oder die Oma geschlagen wurde oder schlecht versorgt wurde. Dann gibt es bildzeitungsmäßig einen Aufschrei und das ist dann genauso schnell wieder weg, wie es reingekommen ist. Die Eigentlichen, die sich um gute Pflege kümmern, das sind, wenn man so will, die Vertreterinnen, die hier am Tisch sitzen, die sozusagen die Verantwortung vor Ort praktizieren. Und ich sag mal, ich kenne ganz, ganz viele Pflegeeinrichtungen und maße mir deshalb auch an, sagen zu können, dass es auch welche gibt, die das weiß Gott nicht so ernst nehmen und nicht so verantwortungsbewusst übernehmen, die Frage gute Pflege. Das sind dann die Einrichtungen, vor denen man teilweise warnen müsste. Aber in der Bevölkerung, das ist ja genau das Problem, das wir haben, ist dieses Thema eben noch kein Thema, sondern eher ein Tabu. Und die Aufgabe ist eigentlich eher, dass wir genau da wegkommen, sondern dass wir da hinkommen müssen, dass die Bevölkerung von sich aus formuliert, wir brauchen gute Pflege, weil das die Unterstützung ist, um politisch etwas zu verändern und den Willen zur politischen Veränderung auch durchzusetzen. Und den haben wir im Augenblick nicht. Darf ich dazu? Also Sie müssen mir aber zugestehen, Sie haben mediales Interesse am Thema Pflege. Immer wenn was schief geht, stehen wir da ganz, ganz oben. Und ich erlebe das, wenn da irgendein Pflegeskandal irgendwo passiert in Deutschland, nimmt bei uns in der stationären Einrichtung, haben wir auf einmal Klagen an der Backe. Das nimmt auf einmal zu. Also die Angehörigen haben zumindest da Ansprüche und die Pflegekassen, die versuchen uns immer mehr sozusagen reinzudiktieren, was eine gute Pflege ist, aber sind nicht mehr bereit, das zu refinanzieren. Und wenn es die Pflegekassen nicht sind, dann sind es die Kommunen. Deswegen müssen wir da vernünftige Lösungen sozusagen finden, auch der Refinanzierbarkeit darauf zu schauen. Also wer von wem wann gute Pflege verlangt, ist ja wirklich ein weites Feld. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn die Betroffenheit da ist, dann ist die Erwartung da, das muss jetzt funktionieren. Ich finde das auch irgendwo sehr gut nachvollziehbar. Wir, die wir in diesen Berufen stecken, haben natürlich dauernd das Thema Pflege auf dem Schirm. Wie sollte es anders sein? Für den Menschen, der in anderen Bezügen lebt, ist das Thema Pflege oft erst dann ein Thema, wenn es soweit ist. Und das finde ich auch nachvollziehbar, denn das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich nicht gerne auseinandersetzt, weil es zu tun hat mit Schmerz, Vergänglichkeit, Problemen, Endlichkeit und Trauer und viele andere Aspekte noch, die man in seinem Leben nicht haben mag. Wenn es dann aber soweit ist, dann erwartet man, da muss jetzt aber jemand sein, der das kann und der das regelt. Und dann kommen wir wieder mit ins Spiel. Und dann wird natürlich auch die gute Pflege erwartet, was man auch erwarten kann. Mich hat aber was ganz anderes erschreckt, Frau Zimmermann. Sie sagten vorhin, in der Politik, in Berlin wenigstens, sei es so, wenn man über Pflege spricht, dann ist es die Pflege am Bett. Wir müssen viel dafür tun, über die Lebensbedingungen von älter werdenden Menschen, also in dem Prozess des Älterwerdens zu sprechen und nachzudenken. Es gibt ja auch Forschungen, die nachweisen oder zu nachweisen versuchen, dass die Gestaltung von Lebensbedingungen Pflege rauszögern oder sogar vielleicht verhindern kann. Und es ist viel zu kurz gegriffen, immer nur darüber nachzudenken, was machen wir denn jetzt, wenn Pflegestufe 1, 2 oder 3 erreicht ist. Im Vorfeld, also der Präventionsgedanke, wird da auch noch viel zu wenig aufgegriffen. Das heißt auch sehr konkret, wie sind Lebensbedingungen? Jemand erwähnte vorhin schon den ländlichen Raum, aber auch in der Stadt. Wie ist es mit Quartiersgestaltung? Wie ist es mit Vereinsamung oder eben Nichtvereinsamung, mit sozialen Bezügen? Und da können auch möglicherweise wieder Ehrenamt oder Assistenzsysteme sehr positive Auswirkungen haben. Und auch Ehrenamt müssen wir heute sehr differenziert betrachten. Das Ehrenamt von früher, wo jemand wirklich für nichts ehrenamtlich tätig war und sich da auch sehr wohl drin gefühlt hat, auch das
gibt es ja. Das gibt es so gut wie gar nicht mehr. Inzwischen gibt es Ehrenamt natürlich mit Aufwandsentschädigungen oder anderen Systemen. Also auch Ehrenamt müsste noch einmal differenziert diskutiert werden. Gebe aber Herrn Stolz auch recht, nicht ersetzend, sondern immer nur ergänzend. Aber dann ist das Ehrenamt natürlich immens wertvoll. Ich will noch mal einen Aspekt mit reinbringen, den ich sehr wichtig finde. Wir haben ja mit der Pflegeversicherung eine Teilkaskoversicherung, das immer ein großes Problem ist, was auch die Quartiersgestaltung angeht. Weil wenn ich jemanden habe, eine Person habe, die gepflegt werden muss, nicht mehr gepflegt werden kann zu Hause, aus welchen Gründen auch immer, völlig egal, dann suche ich ein Pflegeheim, habe die Pflegestufe 3 und kriege 1.500 und ein paar zerquetschte Euro. Das reicht aber nicht für einen Pflegeplatz. Dann ist doch die Frage, was mache ich denn dann, wenn ich 3.500 Euro im Monat bezahlen muss für so einen Pflegeheimplatz? Dann kommt doch wieder die Konkurrenz ins Spiel. Dann gucke ich nicht vielleicht unbedingt, wenn ich es mir nicht leisten kann, nach der Qualität der Pflege, sondern nach dem, was aus meinem Geldbeutel und dem meiner Familie noch finanziert werden kann. Wir haben da, und das würde ich in die Diskussion gerne nochmal reinwerfen, fange diesmal andersrum an, wie ich es angekündigt habe. Wir haben ein Modell der solidarischen Bürgerinnen und Bürgerversicherung, in die alle Personen einzahlen und es keine Privatversicherung mehr gibt. Also es gibt nicht mehr die Möglichkeit, sich über Privatversicherung aus dieser solidarischen Versicherung rauszuschleichen, sondern alle zahlen dort ein. Und zwar alle Berufsgruppen, da gibt es auch keine, die da nicht einzahlt, im Übrigen auch die Bundestagsabgeordneten, und zwar entsprechend nach ihren Einnahmen, so wie das dann alle tun sollen. Das machen wir Bundestagsabgeordnete nämlich im Moment per Gesetz nicht. Dass alle eben nach ihren Möglichkeiten einzahlen, wer viel Geld hat, zahlt viel ein, wer wenig hat oder gar nichts, zahlt eben wenig ein oder gar nicht. Damit, so belegt eine Studie, die wir auch in Auftrag gegeben haben als Fraktion in der letzten Legislaturperiode, ist eine Finanzierung, und zwar eine umfängliche, individuelle und auch Pflege mit gesellschaftlicher Teilhabe möglich. Sehen Sie das so als Zukunftsmodell? Wäre das was, wo Sie auch sagen könnten, ja, das wäre jetzt so eine Lösung, da könnten wir einiges mit bewerkstelligen und einiges mit entkrampfen? Herr Stolz. Ja, ich kann das, glaube ich, ganz kurz beantworten. Die solidarische Versicherung, die ist die Grundlage, und alle Bestrebungen der Politik auch in den letzten Jahren, Teile der Risikovorsorge auf den Einzelnen zu verlagern, führen hier für die Lebenshilfe überhaupt nicht zum Ziel. Wie man das Kind dann nachher nennt, das ist nicht die Frage der Lebenshilfe, sondern das muss die Politik dann letzten Endes entwickeln, ob das nun Bürgerversicherung heißt oder anders heißt. Aber das Grundprinzip, dass wir hier eine solidarische Versicherung haben, wo auch alle Gruppen einzahlen, Sie haben es ja auch schön aufgezählt, auch Bundestagsabgeordnete, die gar nicht dürfen, auch wenn sie wollten zurzeit, Beamte, ja, also alle Berufsstandsgruppen, Selbstständige, das ist für mich wirklich solidarisch und zielführend. Insofern ist das schon eine ganz klare Beantwortung Ihrer Frage auch. Ja, ich könnte es mir ganz einfach machen, die AWO hat dazu Beschlusslagen zur solidarischen Pflegebürgerversicherung. Wir haben dort sogar ein Gutachten, ich glaube vor 2 Jahren, in Auftrag gegeben mit Professor Rothgang von der Uni Bremen. Da gab es, ich sehe das nicht ganz so euphorisch sozusagen, wenn man die Versicherungsbeiträge dort nimmt, können wir zumindest garantieren bis 2025, meine ich, war es, das, was an Ausgaben ist, dort jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einigermaßen stabil zu halten. Also wenn man da reinguckt, wird sich das gar nicht, man kann keine Leistungserweiterung dadurch erzielen, zumindest nach diesem Gutachten, das ich dort kenne. Daher wird das nicht mal ausreichen, wenn man solche Schritte geht, wenn man dann über Quartiersentwicklung da noch stärker reinzugehen, über solche Sachen, die wird man nicht aus einer solidarischen Pflegebürgerversicherung, die wird man da nicht vollständig rausfinanzieren können. Wir müssen aber was tun in diesem Bereich. Wir haben, glaube ich, aber ein rechtliches Problem. Das ist den Privatversicherten, die dort bisher in ihre Kassenleistung dort auch eingezahlt haben, das zu überführen sozusagen in ein System, das wird sich der Bund auch nicht leisten können. Das
glaube ich, ist eine große Schwierigkeit. Man muss irgendwann einen Cut machen und dann neu anfangen. Zumindest wenn ich in dieses Gutachten gucke, grundsätzlich ja. Es gibt aber ein paar Schwierigkeiten, die muss man sicherlich lösen. Aber ich wäre da nicht so euphorisch, dass wir dann eine Geldschwemme haben, dass wir da andere Dinge machen können, sondern wir müssen aufgrund des demografischen Faktors einfach gucken, wie halten wir das System, zumindest in diesem Leistungsumfang wie jetzt, aufrecht. Alter und Bedürftigkeit, das sind Schlüsselbegriffe, die in der Tat, wo man sich jetzt Gedanken machen muss, wie kann man das wieder in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion stellen. Es ist ja in der Tat so, dass man sich mit allem, was unangenehm ist, nicht befassen will. Das ist Zeitgeist, das war nicht immer so in unserer Gesellschaft, das war vor vielen Jahrzehnten auch schon mal anders. Das ist offensichtlich wirklich Zeitgeist, es muss alles bunt, schön, wohlschmeckend, wohlriechend sein. Und das, was wir hier zum Thema haben, ist eigentlich das genaue Gegenteil, es ist trist, grau, arm, stinkt und wie auch immer. Und da muss man sich Gedanken machen, wie kommen wir da wieder, Stichwort Quartiersbildung. In meiner örtlichen Nachbarschaft gibt es etwas, was es in vielen anderen Regionen auch gibt. Da gibt es sogenannte Mehrgenerationenparks. Das ist einerseits vom Ansatz her etwas durchaus Vernünftiges. Mein Sohn wohnt direkt neben so einem Mehrgenerationenhaus in Ostwestfalen, meiner Heimat. Und wenn ich das betrachte, dann finde ich das wirklich wohltuend. Was ich feststelle, ist allerdings auch, dass das auch so ein bisschen was von Lifestyle hat. Das heißt, man schafft also sozusagen einen Gewissensberuhiger, indem man diese Parks hinstellt, denn auch die haben diesen Charme, der eben schon angesprochen wurde, sie kosten viel, viel Geld. Und zwar nicht nur in der Schaffung, sondern auch für den einzelnen Interessierten, wenn er da rein will. Und dann sind wir am selben Problem, selbst wenn jemand es sich wünschen würde, könnte er es nicht bezahlen. Also von daher gesehen, da muss man sich Gedanken machen. Ich habe da keine Idee, wie man diese Begrifflichkeiten wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellt. Aber wenn wir für die Pflege was verändern wollen, müssen wir damit anfangen. Ja, ist schon schade, dass gewachsene Strukturen erstmal irgendwie zerschlagen wurden oder zerbröselt sind, wie auch immer, und dann wieder mit viel Geld aufgebaut werden müssen. Aber ich kann es nur auch hier besonders für Wolfsburg beurteilen. Da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, Quartiere zu gestalten, auch zusammen mit den Wohnungsbaugesellschaften. Und das sind schon zwar immer noch zarte Pflänzchen, aber auf jeden Fall begrüßenswert und sollte man auch fördern. Gut, zur Bürgerversicherung ist eigentlich so mein Standpunkt. Wir haben eine Pflegeversicherung. Wozu brauchen wir noch eine Bürgerversicherung? Kann man die anpassen? Kann man die flexibler gestalten? Das sind die Überlegungen. Oder müssen wir noch zu 96 Krankenversicherungen die 97. haben? Letztendlich Kosten verursachen alle. Und da ist eben einfach die Überlegung, nutzen wir die Potenziale der Pflegeversicherung? Ändern wir die um. Die gibt es schon. Was das Quartier betrifft, also ich komme so richtig vom Plattenland, also bei mir gibt es noch Dorf, es gibt noch ganz viele Nachbarschaftshilfe, aber man merkt, es bröckelt. Es bröckelt auch bei uns auf dem Plattenlande. Die Anforderungen, sage ich mal, an die Neubürger ist zu beobachten, die Dörfer werden Schlafdörfer, gearbeitet wird in der Großstadt. Die Menschen kommen abends nach Hause, sie sind kaputt, sie kümmern sich nicht mehr, sie bleiben auf ihrem Grundstück. Es wird kein Sportverein mehr besucht, es wird kein Schützenfest mehr besucht. Also auch da gibt es diesen Strukturwandel, es wird keine Verantwortung mehr so richtig übernommen. Die Generation, die jetzt noch betreut oder aufeinander aufpassen, das sind, sage ich mal, Auslaufmodelle. Und man muss einfach jetzt auch gucken, dass man die jungen Leute irgendwo wieder mehr mit in die Verantwortung nimmt, die sich dann wirklich da noch entschließen, mit ihren Familien in Dörfer zu ziehen. Also ich denke, da wird auch seitens Politik und Kommunen ganz viel gemacht werden müssen. Nicht nur, dass es einen Kindergartenplatz gibt und eine Schule gibt vielleicht noch vor Ort, sondern eben auch, ja, da wieder so dieses Zusammenrücken gefördert werden muss. Wie auch immer. Ja, vielen Dank.
dann kommen wir zur letzten Runde. Es sind ja eine ganze Menge Dinge schon angesprochen worden, die ich auch auf jeden Fall mitnehmen werde nach Berlin. Aber vielleicht können wir es jetzt einfach nochmal zusammenfassen, jeder von Ihnen. Was ist denn jetzt zu tun? Also was muss denn politisch getan werden? Wie kriegen wir überhaupt das Thema Pflege, die Akzeptanz und eine Verbesserung des Images der Pflegeberufe? Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir und was ist nötig, einfach um die Qualität und das Image der Pflegeberufe zu steigern? Welche Möglichkeiten müssen wir in Niedersachsen Pflegesatzverhandlungen ist das eine, aber welche Dinge müssen wir in Niedersachsen anstoßen auf Landesebene? Und welche Sache, das interessiert wahrscheinlich nicht alle, aber welche Dinge sind für Wolfsburg notwendig? Was ist das, was wir hier auch direkt vor Ort tun können? Oder auch in einem anderen Ort, weil es kommen ja jetzt nicht alle aus Wolfsburg. Also für uns ist Wolfsburg natürlich jetzt auch wichtig, weil wir hier leben und weil wir hier wohnen. Aber das soll natürlich in allen anderen Städten auch so sein, dass es da Netzwerke zu entwickeln gibt oder wie auch immer. Es gibt ja auch diese Organisationen, die sich trifft einmal im Monat, Pflege am Boden in vielen Städten. Also es ist was im Gange, es passiert was. Was können wir noch tun, was können wir alle gemeinsam tun und was kann jeder von uns einzeln tun und welche Forderungen haben Sie speziell an die Politik? Und dann fangen wir wieder bei Herrn Stolz an. Ja, ich glaube, wir haben wirklich schon einige Punkte ganz gut diskutiert hier. Ich würde mit dem letzten Punkt auch nochmal beginnen wollen. Es braucht sicherlich wirklich kommunale Strukturen auf die einzelnen Regionen auch wirklich abgestimmt. Die Lösungen, die in Wolfsburg gut sind oder gut sein könnten, müssen nicht meine Heimatstadt Walsrode genauso übertragbar sein. Ja, wir haben andere Voraussetzungen. Und was auch nochmal, finde ich, sehr schön auch deutlich geworden ist, die Quartiersentwicklung. Halte ich auch selber für ganz zentral. Also das sind viele Aspekte, es sind auch keine einfachen Antworten da zu finden, aber wo finde ich barrierefreien Wohnraum zum Beispiel, wie sind die Anbindung an Mobilität gegeben, wo sind Einkaufsmöglichkeiten. Ich bin selber Mitglied der Fachkommission Inklusion in Niedersachsen in der Unterarbeitsgruppe Wohnen und das sind genau die Themen, die wir auch dort diskutieren und Inklusion bezieht sich ja nicht nur auf Menschen mit Behinderung jetzt im klassischen Sinne, sondern ist ja auch ein gesellschaftliches, komplexes Thema und ich glaube, dass wir da ganz viele positive Punkte auch vielleicht in den politischen Diskurs mit einbringen können. Wichtig wird weiterhin sein, den Begriff der Pflege, Pflege am Bett natürlich auch wirklich zu erweitern. Das ist es nicht, sondern es geht auch wirklich um teilhabeorientierte Pflege. Das, was Eingliederungshilfe immer schon so verstanden hat, also wenn wir auch in der Vergangenheit Pflege geleistet haben, haben wir immer einen anderen Ansatz gehabt, wie wir unsere Arbeit mit den Menschen dort verstehen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Diskurses über den Pflegebedürftigkeitsbegriff. Und wenn wir hier einen Schritt nach vorne kommen, und das auch wirklich in den Gesetzen und Verordnungen mit aufnehmen könnten, dann haben wir auch einen Teil der Frage beantwortet, wie können wir den Beruf auch attraktiver gestalten. Weil ich glaube, dann entscheiden sich auch eher wieder Menschen für so einen Beruf, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht nur um die schnelle Versorgung im medizinischen Sinne, im weitesten Bereich, sondern wirklich auch die Beziehungsgestaltung wieder nach vorne zu stellen und auch Teilhabe darüber zu ermöglichen. Ja, das sind so, glaube ich, so für mich die zentralen Punkte. Ich mache das mal, wie ich das hier, das ist jetzt unsortiert, einfach aufgeschrieben habe. Auch wenn wir hier in der Stadt sind, ich möchte an den ländlichen Raum erinnern, da stehen wir vor großen Herausforderungen. Ich glaube, da brauchen wir, man sagt immer so schön, innovative Lösungen. Da geht es um vernetztes Arbeiten zwischen ambulant, stationär. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass, wenn der ambulante Pflegedienst es sich da nicht rechnet, durchaus auch dort gemeinsam mit dem ambulanten Pflegedienst auch mal Fachkräfte sozusagen für eine gewisse Zeit aus einer stationären Einrichtung rauszunehmen. Die müssen auch mal wieder was anderes erleben in der Pflege. Das tut den Beschäftigten dort gut, sowas zu machen. Wir müssen aber auch mit den Arztpraxen, die es ja doch noch auf dem Land gibt, auch schauen, wie geht das eigentlich in der Arbeit der Landarzt will ja immer mal Leistungen auf seine
seine Kräfte dort übertragen sozusagen. Dann muss es zu einer vernünftigen Abstimmung kommen, wie man das entsprechend dann hinkriegt. Ein Punkt. Der Tarifvertrag Soziales, der muss kommen. In Niedersachsen bin ich da relativ hoffnungsfroh. Also ich will das auch mal sagen, es gibt eine gemeinsame Initiative der Diakonie und Caritas und der Arbeiterwohlfahrt, dort jetzt voranzukommen. Die Diakonie ist sogar so weit gegangen zu sagen, wir lassen uns auf eine Art von Tarifverträge ein, beinhaltet immer noch kein Streikrecht, aber das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren auch kommen. Und Caritas wird sozusagen das wesensgleich anwenden wollen. Wir sind als AWO-E-Tarif gebunden und für die bundespolitische Ebene ist es wichtig, dass wir eine Möglichkeit finden, das ohne eine 50%-Hürde allgemeinverbindlich zu erklären. Aber da gibt es ja jetzt auch mit dem Mindestlohngesetz, ist das ja im Huckepack sozusagen mit verabschiedet worden. Da müssen wir jetzt hier nur den niedersächsischen Wirtschaftsminister überzeugen, das so zu machen. Dann wird es leider auch kein Ausweichen mehr geben dann für die Privaten, wenn wir das hinbekommen. Da muss die private Kollegin sozusagen auch überlegen, wie kriegen wir es hin. Aber wichtig ist, dass dann es auch kein Ausweichen mehr geben wird. Dieser Lohn muss dann auch refinanziert werden, auch in den Kommunen. Der wird nie über den Bereich des öffentlichen Dienstes gehen. Daher darf es da kein Ausweichen geben. Und das muss man auch, glaube ich, mit Blick auf von der Bundesebene auch ordentlich gesetzlich verankern, dass die Kommunen dort in der Pflicht sind. Und man muss gucken, man darf natürlich die Kommunen auch nicht ausbluten lassen. Das werden erhebliche Mehrkosten sein, wie sozusagen dort auch Geld in die Kommunen, auch in den Kommunen wirklich ankommt, diese Dinge zu refinanzieren. Das ist, glaube ich, auch entscheidend. Das Leben spielt in der Kommune und nicht in Berlin, auf der Bundesbühne oder in Hannover nur. Das muss uns auch immer wieder bewusst sein. Solange wir das nicht haben, reden wir darüber in Niedersachsen, wir brauchen so etwas wie Vorgabewerte, dass alle davon profitieren, dass wir insgesamt die Pflege zumindest auf das Niveau anderer westdeutschen Länder holen. Und für die Tarifgebundenen, solange wir keinen allgemeinen verbindlichen Tarifvertrag haben, fordern wir einen Aufschlag innerhalb dieser Vorgabewerte für diejenigen, die tariflich vergüten. Ja, Entlastung von der Fachkräfte von pflegefremden Tätigkeiten, ohne das auf den Pflegeschlüssel anzurechnen, ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn man in Niedersachsen guckt, für die ambulante Pflege, da müssen wir ganz dringend auf die Wegepauschalen auch gucken, zumindest. Das ist ja selbst im städtischen Bereich ein Problem. Da sind wir dabei, das jetzt massiv auch einzufordern. Und wir müssen irgendwas finden, wie wir diese Leistungskomplexe und Zeitvergütungen irgendwie bedarfsorientiert hinkriegen an Systemen. Ich weiß das auch nicht, wie das funktionieren soll. Aber darüber muss man sich Gedanken machen. Wenn man das nicht macht, es entscheidet ja nicht immer unbedingt der Pflegebedürftige, was er braucht, sondern der Angehörige ganz oft. Und ich glaube, das hilft nicht, Pflegequalität nach oben zu bringen, wenn wir im Minutentakt dort denken. Ja, und der Pflegebedürftigkeitsbegriff. Also ich weiß, dass da 4 Vorsitzende der Kommission verschleißt wurden. Das ist ja auch immer ein Zeichen. Und ich kenne die Diskussion, weil unser Präsidiumsvorsitzender, der auch aus der Region Braunschweig kommt, auf der Bundesebene, der Vorsitzende der Pflegekommission, Wilhelm Schmidt, die ersten Jahre war. Und daher weiß ich, was dort eigentlich besprochen wurde. Ich finde, das kann man umsetzen. Das kann man sogar 2015 starten. Das muss man nicht jetzt in verschiedenen Modellen noch erproben. Ich glaube, den Menschen gegenüber wäre es gerecht, auch den Menschen mit geistigen Behinderungen und auch den vielen demenziell Erkrankten, das jetzt in Angriff zu nehmen. Also es liegt eigentlich alles vor. Ich habe wieder so ein bisschen das Gefühl, es wird auf die lange Bank geschoben. Ich bin parteipolitisch ja ein bisschen anders gebunden, das weiß wahrscheinlich Frau Zimmermann, das sage ich auch meinen Sozialdemokraten, dass ich das jetzt nicht verstehe. Aber Opposition muss in die Kerbe hauen, das muss jetzt schneller kommen. Da bin ich mir der festen Überzeugung, so würde ich dort an der Stelle jetzt Politik machen. Ja, in Niedersachsen die Umlagefinanzierung in der Altenpflegeausbildung, da werden wir als Wohlfahrtsverbände die Landesregierung auch richtig versuchen zu fordern.
Man ist dabei, das wird in der nächsten Sitzung auch geschehen, die Schulgeldfreiheit gesetzlich abzusichern. Das ist in Niedersachsen auf einem guten Weg. Das muss man hier auch mal sagen. Ja, ich bin gegen die generalistische Ausbildung, auch das nochmal, weil ich glaube, die Altenpflege hat in Deutschland, das ist einzigartig, das ist ein besonderer Wert. Ja, wir müssen uns auch, das kam heute nicht, aber auch über Spielregeln der Anwerbung unterhalten. Also auch wenn man reinguckt. Ich habe eine Zahl, ich mag das nicht so gern mit Zahlen, aber weil jede Statistik, die man da nicht selbst erstellt hat, ist schwierig. Aber wenn eine Aussage stimmt aus der Fachkommission Pflege in Niedersachsen, die niedersächsische Sozialministerin getätigt haben, müsste jetzt jeder dritte Schulabgänger in die Altenpflege gehen, damit wir unseren Bedarf sozusagen befriedigen, was dort an Entwicklung da ist. Das wird nicht funktionieren. Also muss man auch wieder über Anwerbung reden, ohne die anderen europäischen Länder zu destabilisieren. Das wird sich auch wieder dann für Deutschland rächen. Da habe ich kein Rezept, aber um solche Themen muss man sich dort, glaube ich, sehr intensiv beschäftigen. Und dann noch eine Bitte ist, auch ein bisschen darauf zu achten. Man wird ja jetzt versuchen, sozusagen dort Angehörige wieder mitzunehmen, stärker. Wir haben das ja eben hier diskutiert und es geht auch die Frage ambulant vor stationär. Ich glaube, wir brauchen eine Versachlichung der Debatte. Wenn ich das so sehe, was manchmal in der Häuslichkeit, auch wenn da Angehörige noch da sind und versorgen, das ist, wenn man das mit professionellen Augen betrachtet, manchmal eine schlechte Pflege, die da geleistet wird. Und zum Schluss bleiben meistens auch wenn man da erstmal Geld spart, die Angehörigen dann auch auf der Strecke, die pflegen. Und da muss man vernünftig drüber reden. Und das Gleiche gilt ambulant vor stationär. Ich kenne auch viele Menschen, die ambulante Pflege in Anspruch nehmen. Aber vielleicht können Sie es dann auch nochmal bestätigen. Ambulante Pflege hat auch ihre Grenzen. Und es ist durchaus manchmal sinnvoll, auch Menschen stationär zu versorgen. Ich habe da bestimmte Situationen im Kopf. Ich weiß das für mich persönlich, dass ich irgendwann, wenn es mir so gehen sollte, weiß, dann muss man doch eher, dann ist die stationäre Versorgung manchmal auch das Bessere. Daher bitte ich so ein bisschen dort eine Versachlichung der Debatte auch bei diesen Fragestellungen. Davon mal ab, wenn wir so ein ambulantes System hätten, dass wir jeden Pflegebedürftigen dort richtig versorgen könnten, das wird finanziell nicht leistbar sein, ein solches ambulantes System in Deutschland aufzubauen. Und ich würde daran erinnern, wir haben auch noch die Schuldengrenze, die da kommt. Und 2020 wird das auch schwierig für bestimmte Leistungen, da noch was reinzugeben. Das ist so entschieden, das will ich auch gar nicht. Wie bitte? Ja, aber wir müssen gucken. Wir brauchen da sicherlich bestimmte Öffnungsklauseln in bestimmten Situationen. Aber im Grundsatz finde ich erstmal für die nachfolgenden Generationen dort eine Kappung einzuziehen, auch gar nicht verkehrt, was die Verschuldung betrifft. Aber trotzdem muss man darauf auch schauen, was passiert da eigentlich. Das waren jetzt viele Punkte, aber Sie haben es ja aufgezeichnet. Okay. Ja, interessanterweise, die Erwartung für die zukünftige personelle Ausstattung der Pflege, Stichwort Demografie, sieht ja ähnlich aus wie bei den jungen Menschen, Erzieherinnen. Da erwarten wir ein ähnliches Phänomen, nicht genügend bekommen zu können. Ja, was ist zu tun? Also erstmal all das, was jetzt hier gesagt wird, in einen großen Sack und schütteln und sortieren. Und dann hat man sicherlich tolle Ansätze. Die öffentliche Diskussion über die Pflege, die wir hier auch angestoßen haben, man muss sich Gedanken machen, wie können wir sie zwingender machen? Wie können wir sie verbindlicher machen? Wie können wir sie also auch dort anbringen, wo nicht die persönliche direkte Betroffenheit der Angehörigen vorherrscht, sondern wie können wir es als allgemeine gesellschaftliche Diskussion bestellen. Restrukturierung der Finanzen ist genannt worden. Natürlich muss man sich Gedanken machen, wie wir Pflege auch künftig in der Finanzierung dann so berücksichtigt werden können, dass die Verbesserungen und die Veränderungen, die wir haben wollen, auch damit nicht wieder ad absurdum geführt werden. Angemessene Vergütung, Tarifvertrag, Soziales, also da gehe ich auch davon aus, dass wir in der nächsten Zeit ein Ergebnis haben werden. Meine Angst, dass da die privaten Pflegeanbieter massenhaft auf der Strecke bleiben,
ist es nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir mittlerweile auch sogar aus dem Bereich der privaten Pflegeverbände Unterstützung erhalten teilweise. Interessanterweise gibt es bei den frei gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden auch welche, die da völlig konträr im Stall stehen und sich dagegen sträuben. Da müssen wir schauen, dass wir uns da noch verständigen. Aber der Ansatz, denke ich, ist richtig und haben damit einen ersten Schritt gemacht, was die Solidität in den Vergütungen anbetrifft. Für uns als Gewerkschaft ist natürlich neben der Tarifpolitik die Frage Branchenpolitik, dass wir uns da Gedanken machen, wie wird in dieser Branche eine Entwicklung gestaltet werden können. Dazu gehört Ausbildung, dazu gehört aber auch die Nachhaltigkeit bei der Schaffung von Berufsbildern. Da haben wir ganz interessante oder auch ganz konkret teilweise bedrückende Erfahrungen. Ist vor einiger Zeit wurde eingeführt, auch mit dem hehren Hintergrund, dem Bewohner oder dem Pflegebedürftigen etwas zukommen zu lassen. § 87b, Alltagsbegleiter, die eine ganz eigene Aufgabenstellung haben sollten. Und immer mehr erreichen uns die Signale, dass diese Alltagsbegleiter integraler Bestandteil der Pflege werden. So, das heißt, dass mit diesem Beschäftigung tatsächlich die Pflege verwässert wird, indem damit eingespart wird. Einerseits, da sind wir wieder bei der Frage Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit. Andererseits aber es auch dazu führt, dass über die Bedeutung von Pflege, Pflegefachkraft, Pflegekraft und Pflege, also vom Berufsbild, eine Verwässerung eintreten kann, so ganz nach dem Motto, geht doch. Und da ist eine Herausforderung, die wir ebenfalls erfassen müssen. Spannende ist, dass die zum Beispiel bei Tarifverträgen gar nicht erfasst werden, weil sie nicht Bestandteil der alten Pflege sind, formal, faktisch sie sich aber nur und ausschließlich dort wiederfinden. Ja, und was kann man hier in Wolfsburg tun? Also mir fällt als erstes ein, wir müssen den Platzhirschen einbauen. Also ich sage das auch mal, hier arbeiten 50.000 Menschen in dem großen roten Haus hinter uns. Und das, was man in den Medien dort immer wieder hört von diesem Pool von Menschen, das ist Gesellschaft, das ist, musste ich hier vor 13 Jahren auch erst mal lernen, dass hier die Uhren ganz anders gehen. Aber da ist Pflege und Altwerden überhaupt kein Thema. Da wird die Tantieme ist ein Thema und die jährliche Leistungsprämie und so weiter. Aber verflixt nochmal, da müssen und der Jahreswagen und die sonstigen Vergünstigungen und dieses ganze Inseldasein, das die erleben dürfen, aber dass auch auf einer Insel man irgendwann mal alt wird und irgendwann mal an der Frage steht, kann ich das auch noch tragen, will ich das so haben, wie es jetzt möglich ist oder wie kann ich es finanzieren und dergleichen mehr. Ich denke, da müssen wir anfangen. Ich weiß zwar nicht, wie genau, aber das wäre ein Ansatz. Ja, was bleibt jetzt eigentlich noch übrig? Also meine Vorredner haben sehr viel gesagt, was ich absolut unterstütze und ich möchte es einfach nicht nochmal wiederholen. Vielleicht nur nochmal die großen Überschriften. Es von der Bundespolitik her angefangen. Es muss mehr Geld in dieses System, damit wir bessere Pflege leisten können, damit wir unser Personal besser bezahlen können, die pflegenden Angehörigen und die Pflegenden mehr Leistung bekommen. Das ist gesagt worden. Das Image muss verbessert werden, der Pflegeberufe, und wir Arbeitgeber müssen überhaupt erstmal in die Lage versetzt werden, attraktive Arbeitgeber weiterhin sein zu können. Und deswegen müssen diese finanziellen Situationen verbessert und verändert werden. Bezogen auf Wolfsburg. Wolfsburg ist ja nun speziell, das ist völlig klar. Und Wolfsburg hat aber auch spezielle Möglichkeiten, die nicht jede andere Kommune hat oder kaum eine andere Kommune. Sie nutzt sie aber nicht. Es ist ja nicht nur so, dass im großen Roten Haus kein Bewusstsein dafür da ist oder nur ein ganz kleines, dass es auch mal eine Pflegesituation gibt. Wir haben natürlich auch Schwierigkeiten manchmal bei der Personalgewinnung, wenn, jemand erwähnt es vorhin schon, Golf 6 wurde entwickelt, wenn es bei VW wieder gut aussieht. Ganz konkret, wir haben Pflegekräfte verloren an den großen Konzernen. Da können wir einfach nicht mithalten. Auf der anderen Seite ist es so, dass Wolfsburg im Stadtbudget immer noch gute Mittel hat, dass zum Beispiel auch Anreize für Ärzteansiedlungen beschlossen wurden, für Niederlassungen. Sowas gibt es für Pflege nicht. Es gibt nicht, dass die Möglichkeit genutzt wird, möglicherweise bei Wohnraumsuche, bei Zuschüssen für öffentlichen Nahverkehr, für Kinderbetreuung oder so, die Kommune sich einbringt. Das wäre ja zumindest mal eine Überlegung wert. Und noch einmal verbunden mit einer Image-Kampagne. Wir in Wolfsburg sind stolz auf unsere Pflege und
tun dafür Folgendes, ganz grob und ganz schlecht formuliert gesagt. Das wird nicht genutzt. Ich warte immer noch darauf, dass mal eine Kommune auftritt und sagt, wir sind stolz auf unsere sozialen Dienstleistungen im Bereich Pflege, im Bereich Kindererziehung und andere mehr. Damit rühmt sich keine Kommune und damit macht keine Kommune Imagewerbung. Das würde ich mir wünschen, dass da noch mal reingeguckt wird, was haben wir eigentlich als Stadt für Möglichkeiten, die personelle Lage und das Personal in der Pflege auch mit zu unterstützen. Jetzt bleibt mir aber wirklich nicht mehr viel über, was ich noch ergänzen könnte. Ich denke mal so, die Attraktivität, auch im Pflegeberuf zu arbeiten, setzt ja schon irgendwo auch eine persönliche Motivation voraus. So, und was im ambulanten Bereich eben auch jetzt mehr zum Tragen kommt, seit es eben auch die Pflegeversicherung gibt, ist ganz einfach, dass dort keine Patienten mehr sind, wie wir sie eben noch vor 20 Jahren hatten, sondern es sind mittlerweile Kunden. Den Anspruch, den Pflegepersonal hat, menschenwürdige Pflege durchzuführen, eine gute Pflegequalität, den Einfluss haben ganz oft Pflegekräfte überhaupt nicht mehr, weil letztendlich Auftraggeber, Kunden, Angehörige sind. Und ich denke, auch da muss man wieder irgendwo in die Richtung auch lenken. Auch Pflegepersonal kann nicht nur immer beraten. Das ist mittlerweile ein Schwerpunkt in der ambulanten Pflege. Wir sind bald mehr Berater als Pfleger, weil die Auflagen sind da. Dass man da auch mal mehr Möglichkeiten hat zu gestalten, so dass man auch in der Pflege wieder innovativ sein kann, ohne dass die Patienten und Angehörigen den Daumen aufs Geld halten. Ich will es nicht mehr insgesamt alles wiederholen, aber ich finde, ein paar Dinge finde ich ganz wichtig, weil wir aus der Politik, sage ich mal so, diese Dinge ja mitnehmen müssen. Und ich finde auf kommunaler Ebene diesen Hinweis, dass man sagt, ja, wir sind eine soziale Stadt und insbesondere sind wir stolz darauf, darauf und darauf, aber eben auch, dass wir eine besonders gute Pflegemöglichkeiten, besonders gute Pflegeeinrichtungen, besonders gute Informationen und so weiter haben. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Das, denke ich, ist auch eine Botschaft an den Rat der Stadt Wolfsburg, aber auch an andere Städte, aber hier eben den Rat der Stadt Wolfsburg. Die Landesregierung müsste angestoßen werden, was die Pflegesatzverhandlungen angeht, das ist ganz klar. Aber auch Bund und Länder müssen dafür sorgen, dass die Kommunen finanziell vernünftig ausgestattet werden, damit eben auch eine vernünftige Pflege einfach auch vor Ort gemacht werden kann. Und wir müssen gucken, dass wir die Attraktivität, ich denke, das ist einer der ganz wesentlichen zentralen Punkte, die wir heute herausgearbeitet haben. Die Attraktivität der Pflegeberufe muss steigen. Überhaupt die Diskussion um Pflege, um Pflegeberufe, die Finanzierung, ich sag mal, was die Menschen dort verdienen können, das muss auch passen und auch die Arbeitsbedingungen müssen sich in den meisten Bereichen doch noch grundlegend ändern. Was wir auch haben wollen, ist eine Diskussion darüber, wer wird wie, wann und wo gepflegt und wie finanzieren wir das. Das sind all die Dinge, die ich mitnehmen werde, auch mit nach Berlin. Ich werde auch darüber berichten. Zukünftig wird das von mir dann auch nochmal ein Newsletter geben, wo man sowas nachlesen kann. An Sie alle meinen ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier hergekommen sind und dass Sie uns und mich vor allen Dingen auch bereichert haben mit Ihren Diskussionsbeiträgen. Das ist für mich immer insbesondere wichtig. Ich hoffe, dass wir an dieser Stelle ein Stückchen weitergekommen sind in der Diskussion. Wir haben viele, viele, viele Baustellen und ja, vielen Dank von mir nochmal an Sie alle und natürlich auch an das Publikum und einen schönen Sonntag. Dankeschön.